Ist bei Betty Taube und ihrem Ehemann Corey Günther noch alles in Ordnung? 2019 gaben sich die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin und der Fußballspieler das Ja-Wort und schienen äußerst glücklich zusammen. Findige Instagram-User haben jetzt aber festgestellt, dass sich die beiden auf der beliebten Social-Media-Plattform nicht mehr gegenseitig folgen. Und noch viel schlimmer, auch die meisten gemeinsamen Pärchenpics sind vom Account der 25-Jährigen verschwunden. Ist dies etwa ein Anzeichen für Eheprobleme? Zugegebenermaßen versuchen Betty und Corey ihre Beziehung stets aus der Öffentlichkeit fernzuhalten, wie das Model zuletzt auch einem Fan auf Instagram erklärte. Privatleben? Warum muss man seine Liebe und sein Zuhause immer bei Instagram präsentieren? Ob es dem Paar vielleicht einfach nur um mehr Anonymität ging? Doch warum entfolgten sie sich dann gegenseitig? Wir hoffen, dass bei dem Couple alles in Butter ist und bleiben natürlich dran.